Wir von Du hast die Macht sind wieder für euch unterwegs und diesmal passend zur EM, ganz in der Nähe der EM-Fanmeile in Berlin. Und die EM, die ist Grund für uns mal zu fragen, wie viel Nationalstolz ist eigentlich erlaubt. Nervt euch das Ganze schon beim Fußball oder ist es noch okay? Was sagt die Straße? Also bei manchen, die übertreiben, da finde ich das ein bisschen übertrieben, aber sonst ist es echt eine coole Sache. Also T-Shirts finde ich auf jeden Fall in Ordnung und auch so Hüte oder ich finde auch so diese Autokorsos ganz lustig, finde ich, darauf muss man nicht verzichten. Also ich finde es schon in Ordnung, wenn man irgendwie sich schwarz-rot-gold anzieht, aber es sollte, finde ich, nicht so politisch werden, dass man jetzt irgendwie jetzt deswegen rechter wird. Na, ich weiß nicht, in Deutschland ist es so nicht so toll, weil wegen der Nazi-Geschichte finde ich das, wenn während der EM oder WM kommt es irgendwie ein bisschen wieder, also es ist unangenehm ein bisschen. Es ist zwar irgendwie verständlich, ich meine, man kann sich ja freuen, wenn zum Beispiel jetzt Deutschland ein Spiel gewinnt und sowas, aber diese ganzen, also auch zum Beispiel diese Hooligan-Aktionen und sowas, dass sich wirklich die Leute deswegen schlagen und sowas, das finde ich halt irgendwie übertrieben einfach. Aber solange es irgendwie in einem Rahmen bleibt und es einfach friedlich ist und so, finde ich es eigentlich voll okay. Ich weiß nicht, verbindet doch eher, oder nicht? Also ich würde sagen, es verbindet. Ich sag mal so, mit Freunden, die haben ja auch wieder andere Nationalitäten, Portugiesen, Türken, alles. Und dann, ich sag mal so, die einen sind natürlich für ihre Nation und wir sind für unsere Nation. Und es macht halt Spaß dann, ne? Fiebern dann zusammen mit. Ja, kommt halt drauf an. Also wenn man dann irgendwie sich, wie gesagt, dann so anfeindet deswegen, dann finde ich, trennt es einen eher. Aber ich bin jetzt sowieso nicht so der Fußballfan und deswegen fühle ich mich da jetzt nicht so in der Gemeinschaft so mit integriert. Also ich habe da nicht so ein Wir-Gefühl von. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel von der NPD solche T-Shirts, da steht drauf, ich halte für Deutschland nicht nur beim Fußball. Und das finde ich dann ziemlich übel, wenn das so ausgenutzt wird. Also ich finde es schade, wenn diese Fankultur dadurch irgendwie zerstört wird, durch so Mist. Wenn man jetzt so eben normal anfeuert, mal so ruft, so ist es in Ordnung, aber wenn man jetzt richtige Bandenkriege dadurch auslöst, dass dann schon eine Polizei kommen muss, also da hört es dann auf. Oder Beleidigungen oder so, ja. Das muss vielleicht auch nicht sein. Weil wir sind ja Rostocker und wir kennen unsere kleinen Vereine, sobald jemand verliert, da immer Randale und Bölle. Und also da verstehe ich den Sinn manchmal nicht, warum man sowas haben muss. Also wie ihr seht, die meisten von euch sehen das ganze Thema Nationalstolz bei der EM ziemlich entspannt, solange es eben bei Fähnchen und T-Shirts und ein bisschen Bemalung im Gesicht bleibt und das Ganze nicht zu politisch wird, gehört es einfach zum Fußball dazu. In diesem Sinne wünscht euch Du hast die Macht, viel Spaß bei der kommenden EM und wir sehen uns dann beim nächsten Clip wieder.